Jetzt begrüße ich Professor Peter Wedde von der Europäischen Akademie der Arbeit an der Universität Frankfurt am Main. Wir kommen zur nächsten Kategorie und er hält die Laudatio in der Kategorie Verkehr. Herzlich willkommen, Professor Wedde. Lieber Andreas Liebhold, danke für die freundliche Begrüßung. Ich bin allerdings nicht mehr Direktor der Europäischen Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt, obwohl ich es aussprechen kann, sondern inzwischen wieder an der Freie University of Applied Science in Frankfurt, furchtbarer Titel, tätig. Mache aber weiter das, was ich bisher auch gemacht habe und bin deswegen hier und freue mich heute, ein Award verleihen zu können. Der Big Brother Award in der Kategorie Verkehr geht an die MFB Main Fernbus GmbH in Berlin. Die Firma MFB Main Fernbus GmbH erhält diesen Big Brother Award, weil sie ihre Online-Kunden durch ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB genannt, verpflichtet, sich bei jedem Fahrtantritt mit einem gültigen offiziellen Ausweisdokument mit Lichtbild auszuweisen. In den AGB der Firma heißt es dazu, ich zitiere, als Fahrausweis gilt die ausgedruckte oder in elektronischer Form, Klammer auf, als PDF-Datei, Klammer zu, vorzeigbare Buchungsbestätigung, im Zusammenhang mit einem gültigen offiziellen Lichtbildausweis des Fahrgastes. Die Reisenden sind verpflichtet, im Rahmen der Fahrkartenkontrolle auf Aufforderung beides vorzulegen. Die Fahrkarte ist ungültig, wenn der amtliche Lichtbildausweis nicht vorhanden ist oder abgelaufen ist. So erfährt man es dann. Doch wer liest schon die AGB, bevor er eine Busfahrt antritt? Das weiß wohl auch die Main Fernbus GmbH. Deshalb macht sie ihr Anliegen in der Buchungsbestätigung, die man als PDF-Datei ausdrucken kann, noch einmal deutlich. Dort heißt es, Zitat, für den Zustieg in den Bus benötigen Sie das ausgedruckte oder in elektronischer Form, Klammer auf, PDF-Dokument, Klammer zu, vorzeigbare Buchungsdokument sowie ein gültiges offizielles Ausweisdokument mit Lichtbild, Klammer auf, Personalausweis, Führerschein, Reisepass, Bundeswehrausweis oder ähnliches. Zitat Ende. Damit noch nicht genug. Sogar für den Fall, dass Gäste ohne gültigen Fahrausweis im Bus angetroffen werden, gilt diese Ausweispflicht. Das heißt weiter in den AGB, der Fahrgast, der bei der Überprüfung ohne gültige Buchung angetroffen wird, ist verpflichtet, seine korrekten Personalien anzugeben und sich auf Verlangen auszuweisen. Zitat Ende. Da sollte man als Freund oder Verwandter von Reisenden gut aufpassen, wenn man denen dabei hilft, etwas in den Bus zu legen. Denn auch dann wäre man sofort ein Gast ohne gültigen Fahrausweis und müsste nach dem Willen von Main Fernbus einen amtlichen Ausweis vorzeigen, sobald man das Fahrzeug nur betreten hat. Im Hoheitsgebiet der Main Fernbus GmbH gelten offensichtlich ganz harsche Hausregeln, was die Ausweispflicht angeht. Nun ist es so, dass es eine solche Ausweispflicht auch bei anderen Mitbewerbern der Main Fernbus GmbH gibt. So ist beispielsweise bei der von der Deutschen Post Mobility GmbH betriebenen Firma ADAC Postbus eine ausgedruckte oder elektronische Fahrkarte ebenfalls möglich, aber nur gültig zusammen mit einem, ich zitiere wieder, im Zusammenhang mit einem gültigen offiziellen Lichtbildausweis des Kunden, Zitat Ende. Die Main Fernbus GmbH hat sich nun aber gegenüber diesen Mitbewerbern für den Big Brother Award 2014 deshalb qualifiziert, weil sie in ihrer ausführlichen Datenschutzerklärung zudem zahlreiche Möglichkeiten für fragwürdige Datenweitergaben an Dritte versteckt. So wird Fahrgästen beispielsweise ganz positiv bei der Online-Buchung versprochen, dass man eine anzugebende Telefonnummer nur nutzt, ich zitiere wieder, für Kontaktaufnahmen bei Verspätung oder Änderung im Reiseverlauf, Zitat Ende. Das ist eigentlich eine klare und eindeutige Aussage, der man nun nicht viel entgegenhalten kann. Wenn man dann aber weiter nachliest, entdeckt man, dass für bestimmte Formen der Zahlungsabwicklung nach der Datenschutzerklärung dann auch die Telefonnummer zusammen mit Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Geburtsdatum an Dritte weitergegeben werden kann, also entgegen dieser ersten Erklärung. Und so kann dann auch beispielsweise die Partnerfirma Billpay GmbH an die Telefonnummer kommen, ohne dass dafür ein zwingender Grund genannt wird. Zudem werden an Billpay, das nur nebenbei, noch weitere Daten übermittelt. Welche das sind, lässt die Datenschutzerklärung offen. Ist also nicht ausgeschlossen, dass hierzu auch Informationen gehören könnten, die beispielsweise etwas über das Reiseverhalten sagen. Das Unternehmen Main Fernbus GmbH teilt im Marketingteil seiner Webseite mit, dass es als Unternehmen über ein, ich zitiere wieder, umfassendes Markt- und Kundenverständnis verfügt. Die Persönlichkeitsrechte der Kunden gehören dazu allerdings nicht zu dem, was die Firma an ihren Kunden versteht.
Die Mein Fernbus GmbH ist vielmehr mittels Ausweispflicht und Datenschutz auf dem direkten Weg zu einer umfassenden Überwachung ihrer Fahrgäste. Datenschutz bleibt dabei auf der Strecke. Dies wird an der Datenschutzerklärung deutlich, die verwendet wird von Mein Fernbus. Die enthält so viele Weitergabemöglichkeiten, dass sie eigentlich Datenverwendungserklärung heißen müsste. Ob die Datenschutzerklärung nach den gesetzlichen Vorgaben, die es gibt, beispielsweise an eine freiwillige und informierte Einwilligung der Betroffenen wirksam ist, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht durchaus zweifelhaft. Aufgrund der Ausweispflicht und wegen der umfassenden Datenweitergabe an Dritte kann mit Bussen der Mein Fernbus GmbH nur noch derjenige anonym reisen, der seine Fahrkarte direkt am Bus löst und bar bezahlt. Voraussetzung ist natürlich, dass noch Plätze frei sind. Anonymes Reisen wird damit zum Glücksspiel. Man kann Reisen nicht mehr sicher planen, wenn man anonym reisen will. Hinzu kommt, dass die Barzahlung beim Busfahrer teurer ist als bei der Online-Buchung. Für die in den AGB zu findende Ausweispflicht und die sich hiermit erhebende Datenerhebung gibt es weder eine gesetzliche Grundlage noch einen gesetzlichen Zwang. Die Datenerhebung steht etwa im Widerspruch zu § 20 Absatz 1 Personalausweisgesetz. Man merkt, dass ich Jurist bin, da muss man mal einen Paragraphen sagen. Nach dieser Vorschrift kann ein Personalausweis bei nicht öffentlichen Stellen als Identifikationsnachweis oder Legitimationspapier verwendet werden. Kann steht da. Das Wort kann macht deutlich, dass es im freiwilligen Ermessen eines jeden Bürgers liegt, privaten Unternehmen seinen amtlichen Lichtbildausweis vorzuzeigen. Ein Zwang zur Ausweispflicht per AGB missachtet den durch diese gesetzliche Vorschrift begründeten Entscheidungsspielraum der Fahrgäste. Auch ein sachlicher Grund für diese Ausweispflicht ist nicht erkennbar. Wenn es um Fahrkartenfälschung geht, das ist ja naheliegend, könnte man das durch simple Maßnahmen, simple Kontrollverfahren ausschließen. Wir kennen das alle, bei Konzerten, bei Fußballspielen wird die Eintrittskarte gescannt. Wenn da eine Eintrittskarte doppelt wäre, dann würde sie gesperrt, man würde reagieren. Das könnte man im Bus durch einfaches Abzählen zur Not klären. Jetzt kommt eigentlich der spannendste Punkt. Würde man nämlich das von Mein Fernbus vorgeschriebene Kontrollverfahren akzeptieren, würde dieses Kontrollverfahren Schule machen, dann könnte das Ende des anonymen Reisens, des anonymen Fernreisens sein. Als nächstes könnte uns dann das passieren, was in manchen anderen EU-Ländern schon üblich ist, dass man Fernzüge und Fernbusse überhaupt nur noch betreten kann, wenn man ein amtliches Dokument vorgezeigt hat. Die Reisefreiheit im wiedervereinten Deutschland ja ein auch historisch wertvolles Gut wäre dann zumindest passé, wenn man Fernbusse, Fernzüge benutzt, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Vielleicht hilft die Verleihung dieses Big Brother Awards ja der Mein Fernbus GmbH und anderen Reiseunternehmen, die ähnliche AGBs nutzen, den eingeschlagenen Irrweg doch noch zu korrigieren, bevor die Persönlichkeitsrechte der Passagiere im Bus Schaden nehmen. Wir fordern die Mein Fernbus GmbH deshalb auf, das anonyme und ausweisfreie Reisen für alle Fahrgäste zu garantieren. Bei anderen Mitbewerbern, das muss man auch sagen, reicht schlichtweg ein gültiger Ausweis, ein Ausdruck eines Ausweises aus, der muss nur lesbar sein, so steht es bei einem Mitbewerber. Also, liebe mein Fernbus GmbH, andere können auch anders, vielleicht ihr ja auch. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2014, Mein Fernbus GmbH. Dankeschön. Vielen Dank, Professor Wedde. Die Frage ist, jemand da von Fernbus, Mein Fernbus GmbH? Nicht. Es gab aber wohl ein Statement, das abgegeben wurde, als die mitgekriegt haben, dass sie also hier heute geehrt werden würden. Und da haben sie sich geäußert, machen wir alles gar nicht mehr mit dem Ausweis. Machen wir nicht mehr. Na, dann ist ja gut. Aber ich könnte mir vorstellen, manch einer wird das auch noch mal überprüfen.